Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed, zur womöglich letzten Folge von Assassin's Creed. Das heißt, diese Folge wird höchstwahrscheinlich ein bisschen länger als der Rest. Das liegt daran, dass ich morgen gerne ein neues Projekt starten möchte und deswegen werden wir heute einfach mal das Spiel beenden. Ganz einfach. Und dafür müssen wir erstmal hier raus. Und zwar raus in die freie Natur. Oh, das war knapp. So, unser Ziel ist, ich mache meinen Ton ein bisschen leiser, da hinten. Theoretisch ist es einfacher, da hinzugehen, weil diese lange Strecke möchte ich ungern gehen. Deswegen gehen wir wohl dahin. Müsste mich auch eigentlich zum Ausgang führen. Theoretisch. Jetzt muss ich aber kurz warten, warte. War schon immer so eine Musik hier in diesem Spiel? Habe ich vorher nie gemerkt. Oder ist das die Musik des "Ich habe alles geregelt und gemacht"? Was zum. Okay. Keine Ahnung, wo ich da gerade stand, aber ist auch egal. Ich habe nämlich ein bisschen Sorge gerade gehabt, dass im Hintergrund irgendwie Musik lief, aber das kann gar nicht sein. Was heißt hier fast umgebracht? Ich bringe gerne Leute um. Ich bin ein Assassine. Das gehört sich so. Ja, dir auch tschüss. So. Wir möchten ins Königreich, denke ich mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir diesen Weg Greifen gehen. Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Wenn nicht, dann können wir trotzdem eine Abkürzung nehmen. Alles kein Problem. Es sei denn, wir kommen irgendwo am Arsch der Welt raus. Weil wir nicht den eigentlichen Ausgang genommen haben. Wir werden es in Kürze erfahren. Nur bei mir. Und das morgen. Nein, natürlich nicht. Tatsächlich, wir sollen noch weiter. Wir sollen jetzt nach Asur reiten am besten. Gut, dann würde ich sagen, schneide ich diesen Teil einfach raus. Und wir sehen uns gleich. So, nachdem wir nun also den langweiligen Teil übersprungen haben, sind wir jetzt endlich da. Fertig vom Reiten. Es ist nichts passiert. Ich bin einfach durchgereiten, wie so ein Langweiler. Und schon sind wir da. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen Vorteil zu gewinnen. Ja, ich bin gespannt, wie stark die Leute sind. Ich kann mich erinnern, dass die wohl die stärksten im Spiel waren, die wir jetzt gleich treffen. Ob da meine Methoden helfen, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ansonsten blocken. Einfach blocken die ganze Zeit. Bin gespannt. So, hier wird es ein bisschen enger. Hier ist gerade übelst der Krieg. Keine Ahnung, wieso ich extra ins Kriegsgebiet möchte, aber gut. Anscheinend hat er hier Spaß. Was wollt ihr? Erstmal schön umrennen. Oh, ich muss absteigen. Hallo, ihr da oben. Komm runter mit dir. Tschüss. Und was wollt ihr? So, noch einer weniger. Gut, das hier sind noch nicht die starken Gegner. Die starken kommen wahrscheinlich noch. Aber metzeln wir die halt einfach weg und fallen nun mal runter. Ach cool, ich habe mich gerettet. Und der fällt runter. Und ich auch. Jetzt schubst mich doch nicht um. Ah, immer diese langen Hiebe, ne? Einfach alle weggeschmetzelt. Erst ein Bitchslap und dann ab in den Rücken. Au, was zum. Du willst einen Kampf? Hier. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. So, ich benutze eigentlich sowieso lieber die Dolche. Also, was soll's? Was? Gesundheit. Oh. Wie konnte das geschehen? Ja, komm. Greift mich doch an. Wir wollen es gar nicht erst versuchen, greife ich halt an. Zack! Er soll schon wieder Bitchslap. Meine Lieblingsattacke, wieso liegt da ein Templer? Ich hab den nicht platt gemacht. Was willst du denn? Finger weg! Ich bin doch keine Bitch. Das kommt davon. Das kommt davon. Und knack! Genickbruch.
Okay. Wir sehen wir einfach mal einen anderen Alter hier. Genau. Wir sollten wir immer ein und denselben anvisieren. Wir können auch 50.000 gleichzeitig anvisieren. Oh, au. Ich hab geblockt. Das will ich erzählen. Okay, ich darf nicht währenddessen schlagen. Na? Und die auch nochmal aufs Maul. So. Erstmal durch nach dem Bär von verfehlen. Währenddessen er am Boden liegt. Das ist schon eine hohe Kunst. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bogenschütze. Uno Momento. Wo bist du, Herr Kollege? Hä? Ach da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Okay, ich kann ihn nicht treffen. Scheiß drauf. Genug Dolche verschwendet für den Penner. Und da kommen die nächsten Todgeweihten, ja? Ich kann nicht. Wieso konnte ich nicht blocken? Da, jetzt aber. Zack. Das kommt doch, wenn man hier irgendwelche Gesten macht oder ich es verkacke. Keine Ahnung, wie ich das verkackt habe. Au. Was ist mit dir? Oha. Das ist eine Völkerwanderung, das sind keine Soldaten. Hä? Flüchten die? Sind das Flüchtlinge? Damit kennen wir uns aus. Ach, hier ist schon alles weggeschmetzelt. Finde ich gut. Huch. Ach, Surprise, würde ich sagen, ne? Ups. Ich habe ein Messer geworfen. Sorry. Mist. Ah, ich habe einen verkackt. Ah. Nein. Oh, diese langen Hiebe, ne? Und ich sehe nichts. Hier ist Nebel. Ah, ich hab's geschafft. Das schon, ich krieg's gar nicht mehr. Huch. Erzähl dich. Oh, ho, ho, der war nicht schlecht, mein Freund. Der war nicht schlecht. Aber es hilft euch nicht. Und knack. Jetzt werden hier immer mehr. Hups. Ich wollte dich wirklich nicht abwerfen. Ich finde das ein bisschen Munitionsverschwendung. Zack. Mit Schlepp ins Gesicht. Und tot. Hey, wolltest du mich gerade greifen? Wollte ich mich wirklich greifen? Ah, lange Hiebe. Kurzer Sinn. Du bist tot. So. Hat mir glatt mal einen sechsten Zeh gemacht. Dann kannst du ein bisschen besser laufen und sterben. Huch! Wie hat er mich getroffen? Wollte ich langsam weglaufen? Ich habe euch wirklich alle genug fertig gemacht. Huch! Ah, lange Hiebe, ja. Zack! Und knack! Ja, meine Niederlage ist sowas von besiegelt. Auf jeden Fall besiegelt? Besiegelt. So. Und weiter geht die schöne Runde hier. Im Gemetzelparadies. Oh, oh. Das könnte ein bisschen härter werden. Ja. Die lassen sich nicht so leicht auskontern. Ah, du schon. Die mit den Helmen, da muss ich aufpassen. Das ist nur der eine mit dem Helm, ne? So, verzieh dich. Was war das denn gerade? Da war ein Glitch. Ah. Könnt ihr mal bitte aufhören, lange Hiebe zu machen?
So, noch jemand? Hm? Willst noch jemand versuchen? Hm? Willst du gerne durchbohrt werden? Okay. Da. Ich bin gespannt, wer will als nächstes? Hm? Ah, ein Freiwilliger. So, den Helmtypen spare ich mir zum Schluss auf. Falls er überhaupt noch kämpfen will. Er hat aufgegeben. Aber nicht mit mir. Aufgeben gibt's nicht. Oh, hallo, was geht denn hier ab? Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Oh, ich kann auch laufen. Kann ich mein Adlerauge benutzen? Nein. Robert de Sable. Mein Adjutant. Er sind auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sind auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit Blanc, Assassin. Okay. Das ist jetzt ein Zweikampf. Kein Problem. Ich habe schon mehr als euch fertig gemacht. Au. Okay, die sind natürlich ein bisschen netter, die Jungs. Ja, kontern wird auch ein bisschen schwer. Oh Gott. Okay, pass auf. Ich ziehe mein kleines Schwertchen. Ah, Mist. Ich glaube, da darf ich mir keine Fehler erlauben. Okay, lange Hiebe. Ich bin so gut wie im Arsch. Mit Schlepp. Gott ist mit mir, du Narr. Du kannst nicht siegen. Okay, ich muss echt aufpassen. Und ich darf nicht in diesen Nebel rein, sonst sehe ich nichts. Ich sagte, ich darf nicht in den Nebel rein. Oh Gott. Dieser Templer ist echt ein bisschen nervig. Ich weiß, dass ich da nicht rein darf. Hey, was willst du denn? Finger weg. Finger weg. Ja.
Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Und dann passt das schon. Ja, super. Mist. Okay, er ist noch tot. Er ist noch tot. Ach Mist, dieser Templer, ne? Ist ein kleiner Pisser und du auch. Ich hab gesagt, Finger weg. Oh shit. Ah gut, der hat meinen Konter durchbrochen. Du aber nicht. Okay, aufgepasst. Shit. So gut wie tot. Jetzt hör auf, Messer zu werfen. Nicht mit mir, mein Freund. Nein. Ah, verdammt. Ich wollte ihn gerade erstechen. Das war sein Fehler. Nein. Wie ist er so schnell an mich rangekommen? Okay. Okay. Einfach nur ein bisschen Konzentration, Freunde. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Wir behalten mal das Schwert. Vielleicht ist das Schwert gar nicht so verkehrt. Oh, was hab ich denn gemacht? Ich wollte ihn gar nicht greifen. Hä? Wie wär's mit Blocken? Okay, ich habe den wichtigsten getötet. Zack. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen in meiner Konzentrationphase. Was willst du denn? Ey, komm, zieh dich. Na Mist. Okay. Zack. Der ist auch weg. Ja, halt die Fresse, ich bring dich gleich um. Ah. Okay, ich darf nicht zu spät drücken, sonst durchbrechen sie meinen Konter. Ich muss früh genug drücken. Mist. Ah, die ziehen direkt Konsequenz aus meinem Fehler an. Einmal falsch gedrückt und ich kassiere schon was. Oh Gott. Okay. Das ist zu dir? Ah, Mist, ey, jetzt kommt der nochmal. Okay. Das tust du nicht mit mir. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Ihn betrug? Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Nein. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Ironisch. Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte.
Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich, aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Sorry, aber ich finde Akzente sehr lustig. Und ich kann diesen französischen Akzent. Oh Mann, seine Worte, ne? Das tut mir leid. So. Jedenfalls, mein Meister. Er hat mich betrogen. Was passiert mit Leuten, die mich betrügen? Ganz ich genau. Ich sagte aufstehen, verdammt. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind Sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Arsch. Kann ich das nochmal benutzen? Ja, die gehen erstmal weg, ne? Aber wir müssen erstmal mit Lucy sprechen, wahrscheinlich. So, so, Lucy, du hast mir Hilfe geholt, ja? Wieso hast du Hilfe geholt? Wer bist du wirklich? Erzähl es mir.
Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie? Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch! Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Oh, Ihr Finger. Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Sie ist eine Assassine. Interessant. Gewandter Redner. Gar nicht müde? Nein, heute mal nicht. Wir haben alle Dialoge mit Lucy durchgenommen, deswegen haben wir diesen Erfolg bekommen. Wir können nicht auf den... wir können hoffentlich auf den Laptop zugreifen, weil Lucy hier ist. Na gut, gehen wir schlafen. Können wir es hier schon einsetzen? Nein, noch nicht. Noch ist es nicht so weit, Freunde. Bald. So, wir sind in unsere Zelle gegangen. Das heißt, Lucy ist weg, ne? Denke ich mal. Wir gucken mal, was es für neue Nachrichten gibt. Aber ich denke mal, denen ist doch aufgefallen, dass Lucy ein Finger fehlt, oder? Die wissen doch, dass Lucy dann irgendwie nicht ganz die ist, die sie scheint zu sein. Naja, greifen wir erstmal drauf zu. Willkommen, Lucy. Haben wir etwas Neues hier? Nein, hier ist nichts. Das passt fürs Konferenzzimmer. Das kennen wir auch. Okay. Vielleicht können wir jetzt ins Konferenzzimmer. Da war ich nämlich noch nicht drin. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man da reinkommt, du. Passwort eingeben. Zugriff gewährt. Willkommen, Widdick. Zusätzliche Subjekte. Erstmal ganz runter scrollen, ne? Okay, es gibt keine Antwort oder Fragen. Wir lesen uns das Ganze mal durch. Varin, wenn dieser Kerl uns nicht geben kann, was wir brauchen, ist es an der Zeit, uns woanders umzuschauen. Ich habe David aus der Personalabteilung in CC gesetzt. Vielleicht kann er Ihnen ein paar zusätzliche Testsubjekte besorgen, falls Desmond in Rente geht. Wenn ich Sie erinnern muss, uns geht die Zeit aus. Dieser Mist mit den Fluoriden bedeutet, dass wir sehr genau beobachtet werden. Wir müssen am 21. starten. Warten wir länger, riskieren wir, dass während der Ermittlungen alles eingefroren wird. Ich habe das Gefühl, dass uns keiner unserer Freunde aus DC hierbei helfen wird. Wir werden uns bei der nächsten Wahl um sie kümmern. Wir haben die DIA-Sache geklärt, aber es gibt anscheinend so einen miesen Trittbrettfahrer, der Newsgroups und Website mit seinen Geschichten zu Massenmord und Verschwörungstheorien versorgt. Woher kommt der eigentlich... Warte. Kohlensäure, sorry. Woher bekommt er eigentlich die Information? Ihr Bericht sagte, dass die Projektleitung alle getötet hat, bevor die Reinigungscrew dort ankam. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie das so verbocken konnten. Egal, wir versuchen jetzt herauszufinden, wer zum Teufel er ist, aber es scheint schwierig zu sein. Ich beginne mich zu fragen, ob er nicht Hilfe hat. Vielleicht sind doch noch ein paar von den Assassinen-Bastarden auf freiem Fuß. Grundsätzlich reicht hier einer. Aber das wussten sie ja bereits. Ich frage mich auch, ob das Fluorid-Leck tatsächlich ein internes Problem war. Und wenn es so war, haben wir es mit einem Maulwurf oder gar Schlimmeren zu tun. Ich werde auch bald die Sache mit Subjekt 17 beenden. Also besorgen Sie mir Ergebnisse oder setzen Sie einen anderen in den Animus, Alan.
Wer ist Ellen? Und da komme ich zu zwei Sachen. Subjekt 17, das sind wir. Das heißt, wir sind das 17. Subjekt. Und es gab vor uns noch viele andere. Dann kommen wir zu... wo steht das? Vielleicht sind doch noch ein paar von den Assassinen-Bastarden auf freien Fuß. Grundsätzlich reicht ja einer. Aber das wussten sie bereits. Wusste er bereits, dass es einer reicht? Oder wusste er, dass einer auf dem freien Fuß ist? Das ist hier die Frage. Ausgang. Gelöscht. Okay, interessant. Warte, da war ja noch was, ne? Das heißt, es leben auf jeden Fall noch Assassinen. Soweit ist klar. Nur dieser eine Satz bringt mich ein bisschen ins Grübeln. Wissen Sie, dass da noch irgendwo einer existiert? Haben Sie vielleicht selber einen Maulwurf? Das wollte ich gar nicht, ne? Abstergo, Tagesschlagzeilen. Mexikanischer Präsident verspricht verbesserte Grenzsicherheit, da er wegen der Rekordzahlen von illegalen Einwanderern nach Mexiko sehr besorgt war. Oder ist, hat der mexikanische Präsident heute angekündigt, die Grenzsicherheit zu verstärken. Die Anzahl an der Grenze stationierten Soldaten soll sich verdreifachen. Gegner dieser Entscheidung befürchten verstärkte Feindlichkeiten zwischen amerikanischen Flüchtlingen und mexikanischen Soldaten. Die Kämpfe zwischen den Gruppen haben in den letzten 6 Monaten 300 Todesopfer und 1000 Verletzte gefordert. Ich glaube... Das ist quasi eine Nachricht oder beziehungsweise News von Abstergo quasi geändert worden. Diese Flüchtlinge waren wahrscheinlich die Assassinen. Das heißt, sie haben 300 Assassinen getötet. Höchstwahrscheinlich. Gehen wir mal und gucken, ob wir hier reinkommen. Ah, hier war ich noch nie drin, Freunde. Kamera. Hier ist nichts. Wieso habe ich es niemals geschafft, hier reinzukommen? Habe ich mir niemals die Zeit genommen, alles zu untersuchen? Doch was bringt es, hier zu sein? Ich habe da so eine Vorahnung. Das müssen wir später mal testen. Ja, wir können später hier definitiv einmal reingehen. Aber gehen wir erstmal raus. Interessant, wir haben ein neues Zimmer zu begehen. Was war das gerade für ein Geräusch? War das der Animus? Okay, wir können nicht. Wir können noch nicht. Na gut. Gehen wir ins Bett. Ich habe schon gedacht, der Animus will uns was zeigen. Das wären schon mal Dinge, die ich nicht kenne. Ich habe da eine Vorahnung, was es mit diesem Zimmer auf sich hat. Doch lass uns erstmal schlafen gehen. Wieder die Zeichen. Der nächste Morgen. Hoch! Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Schatzkeks. Na gut. Schlauer als zuvor, gehen wir nochmal in den Animus. Ein letztes Mal. Fortsetzung folgt. Jetzt sofort natürlich. Klar. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster.
Das weiß ich bereits, Madame. Das weiß ich bereits. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir wissen, es kann nur einen Grund geben, warum der Meister den Geist dieser Leute kontrolliert. Er hat den Edensplitter und er weiß, wie er funktioniert. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen den Typen ausschalten. Kann es sein, dass unser Meister uns betrogen hat? Den ganzen Orden betrogen hat? Alles, was er uns gesagt hat, von wegen Gerechtigkeit und so. Pff. Was ist los hier? Lasst mich durch. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr wollt mich aufhalten? Ich hab schon mehr als euch fertig gemacht. Auch wenn ihr zu meiner Sippe gehört. Ist mir egal. Man muss Opfer bringen. Um Menschen Leben zu retten. So, weg mit dir. Nein. Was willst du? Komm, verzieh dich. Es haben schon weitere versucht. Und auch ihr schafft es nicht. Was? Komm, lass los. Kannst du sie auch mal erstechen, Alter, hier? Das würde alles ein bisschen erleichtern. So, Bitchslap und weg mit dir. Noch mehr. Nein, ich werde euch jetzt nicht töten. Nicht, dass es zu viele wären, aber... Aber wir dürfen nicht. Wir müssen sie töten. Aber die gehören doch zu mir. Okay, die sind ein bisschen schwerer, wie die Templer. Ist wahrscheinlich die Garde des Meisters. Lass los! Wieso ist er umgefallen? Ah! Mein Freund! Mein alter Freund! Ich komme! Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja. Ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Danke, Malik. Aus dem Weg, Jungs.
Ich habe einen Job zu erledigen. Einen letzten Auftrag. Kein Problem. Ich muss nicht rausgehen. Was ist denn hier los? So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Was macht ihr hier alle? Wie soll er sie alle ernähren? Huch. Nein! Was geht vor? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, Alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist und dass alles erlaubt ist. Kommt, vernichtet den Verräter, stoßt ihn aus dieser Welt. Alle, die ich ermordet habe, wieder da. Aber wie? Eine Illusion? Zieh dich. Oh. Lass mich los. Kommen sie immer wieder? Lass los. Was wollt ihr alle von mir? Grapscht mich nicht an. Und zum Schluss stehen wir nur noch beide, alter Freund. Und wieder töte ich dich auf die gleiche Weise. Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Seht nur, über welche Macht ich verfüge. Alles nur Illusion. Das weiß ich doch, habe ich gerade gelernt. Es könnte zu 50.000 sein. Doch ich weiß, wer der Richtige ist, da hinten. Was ist los, Mann? Okay, jetzt habe ich ihn verloren. Klasse. Los! Fasst mich doch nicht immer an! Was habt ihr für Probleme? Ich bin doch hier kein Promi, den man hier einfach mal anfassen kann. Selbst den Überzahl hast du keine Chance. Du standst schon überlegeren Leuten gegenüber, ja? Hast nicht mal eine Chance gegen einen Schwächeren. Was willst du jedes Mal? Krabb schon weg. Nur gucken, nicht anfassen, Mann. So, das hast du davon. Ja. Könnt ihr mir aufhören, alle mal gleichzeitig anzugreifen? Oh. Okay, die letzten drei sind schon ein bisschen stärker. Boah, lass mich doch auch mal zuschlagen. Krapsch mich nicht hier an. Nein.
Oh je. Okay, werdet ihr immer stärker oder passe ich nicht so gut auf? Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz, dieser Edensplitter, dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das. Illusionen! Allesamt! Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah, nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als stecken wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter ihr. Ihr wart mein bester Schüler. Er teilt die Ansichten der Templer. Im Prinzip ist er zum Templer geworden dadurch. Okay. Blabbi. Ich werde dich töten wie alle anderen auch. Huch. Blind, Alter, ihr. Ihr wart die ganze Zeit über blind. Und werdet es immer sein. Willst du nur nicht sagen? Kann meine Adler sich nicht benutzen. Da hinten leuchtet etwas. Okay, ich bin nicht synchron. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Ich verstehe, ich muss aufpassen. Ich darf nicht getroffen werden. Du willst aufs Maul? Kein Problem. Erstmal schubst du mich durch die Gegend, gar kein Problem. Aha. Du bist stark, aber ich hole einfach meine Klingen raus. Dagegen kannst du nämlich nichts tun. Siehst du? Blind, Alter, ihr. Ihr wart die ganze Zeit über blind. Und werdet es immer sein. Nein. Ich bin nicht blind. Noch nie so klar gesehen. Ich weiß, dass du ein Arsch bist. Dickwies! Meine Klinge sieht für mich, Al-Mualem. Sie durchschneidet die Dunkelheit. Oh, das war gerade perfekt. Dein Fehler. Wo bist du? Ich werde dich finden. Denn jetzt habe ich eine Taktik für dich. Ich habe nur immer kurz gedacht, was passiert, wenn ich ihn mit einem Wurfmesser abwerfe. Tatsächlich, es hat funktioniert. Ich sehe dich.
Du wirst mir nicht entkommen. Ach, wie komme ich runter? Oder ich lasse dich zu mir kommen. Okay. Ja, du kletterst hier hoch. Ach, Mist. Wie soll ich dich besiegen, ey? Ich kann ihn nicht angreifen. Aber ich kann dich schubsen. Wo bist du? Du darfst mich nicht überraschen. Er darf mich nicht überraschen. Wenn er mich überrascht, bin ich tot. Ich muss ihn überraschen. Okay, hier oben ist er nicht. Ich gucke jedes Mal hier oben zuerst nach, aber da ist er nie. Leuchtet es da hinten? Bist du wieder an der gleichen Stelle? Machst du wieder denselben Fehler? Das gleiche Spielchen nochmal. Mist. Dein Fehler. Na komm, greif mich doch. Greif mich. Sauber. Und tschüss. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Zerstört es! Zerstört es, wie ihr gesagt habt! Ich kann es nicht. Doch, ihr könnt, alter ihr. Aber ihr werdet nicht. Eine Karte. Genau das, was Widdy gesucht hat. Und ich komme einfach nicht hin. Kann es nicht zerstören. Es ist, als wäre da eine Barriere. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten.
Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Da sehen wir Lucys Blau, Willig ist Rot. Willig ist unser Feind. Lucy nicht. Der Adler und der Apfel. 1191. Und jetzt gucken wir mal, was wir alles hier finden. Ist das Blut? Steht da? Was könnte das bedeuten? Jonah Juni? Das ist... Heißt das Juni? Was heißt Juni? Wir haben die Fähigkeiten unseres... Ist das eine Pyramide? Vorfahren gelernt. Deswegen können wir jetzt die Adlersicht benutzen. Oder ist das Blut von all den anderen Subjekten, die sich umgebracht haben? Oder die sie umgebracht haben? Ein Strichcode? 1221212. Was steht da drüber? Dieser Code. Einen kleinen Moment mal. Muss mal an den Computer hier ran. Kann nicht. Kann ich dann den Computer? Und da nicht mehr ran? Ist das vielleicht der Code, der uns doch noch hier reinbringt? Ich habe hier drin noch nie die Adlersicht benutzt. Gibt es aber anscheinend nichts. Können. Was bringt es, dass wir hier reingehen? Was für einen Sinn und Zweck hat dieser Raum, in dem ich noch nie drin war? Ein Computer. Wieso habe ich den vorher nicht gesehen? Zurück gewährt. Willkommen, Projektleitung 9. Analyse, Alan Rickon. Varen, die anderen und ich haben den Review der Animus-Aufnahmen der Subjekte 12 bis 16 abgeschlossen. Während der Edensplitter unsere Priorität bleibt, müssen wir alle damit fortfahren, die verbleibenden Artefakte zu lokalisieren und zu verstehen. Ich bin sicher, dass Sie dafür Verständnis haben. Obwohl der Satellit dazu gedacht ist, einen Großteil der Arbeit für uns zu erledigen, müssen wir uns trotzdem um die kümmern, die entweder immun oder irgendwie geschützt sind vor seiner Wirkung. Das heißt, die Nachfahren von Altair sind geschützt oder immun. Geschützt eher, ne? Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Ergebnisse zu sichten und geben uns dann Ihr Feedback. Nachfolgt eine kurze Zusammenfassung. Also jetzt mal kurz vorher. Wir sind ja der Nachfahre von Altair. Altair hatte ja diese Fähigkeit, dem Edensplitter zu widerstehen. Das heißt, die Nachfahren von Altair. Gibt es nur noch die Nachfahren von Altair? Ist Altair der Letzte gewesen? Der letzte mögliche Assassine? Naja. Und dann gibt es da noch
Die anderen und ich haben den Review der Animus-Aufnahmen der Subjekte 12 bis 16. Was ist mit denen von 1 bis 11? Und vor allem, der Satellit soll die Großteil der Arbeit für sie verrichten. Das heißt, sie wollen den Edelsplitter in den Satelliten packen und der Satellit soll dann quasi die Erde umrunden und alle gefügig machen. Aber lesen wir erstmal weiter. Kurze Zusammenfassung. Erstens, Edensplitter Nummer 3. Wir applaudieren Ihre fortlaufenden Bemühungen nach dem Verlust von Nummer 2 im DIA-Satellitenunfall, ein alternatives Artefakt zu lokalisieren. Das heißt, Edensplitter Nummer 2 ist kaputt. Aha. Wir verstehen, dass Subjekt 17 Probleme hat, sich den Animus zu gewöhnen. Sich an den Animus zu gewöhnen, was zu Verzögerung führt. Als Ergebnis schätzen wir weitere 24 Stunden bis zum nächsten kritischen Update. In der Zwischenzeit bereiten wir ein Rettungsteam vor und versetzen es in den Alarmzustand. Wir verlassen uns auf sie, dass sie die zusätzlich benötigten Infos besorgen können. Er weiß, wo die anderen Objekte sind, auch wenn er es nicht realisiert. Sie müssen die finale Erinnerung freischalten oder alles war umsonst. Warte mal kurz. Inzwischen bereiten wir ein Rettungsteam vor und versetzen es in Alarmzustand? Rettungsteam? Was wollen sie retten? Ist das so eine Art abgekartetes Spiel, dass sie so tun, als würden sie mich retten? Haben sie vorgetäuscht? Moment, die müssen... Genau. Die haben wahrscheinlich versucht, vorzutäuschen, als wenn die Assassinen versagt hätten. Dass er keine andere Wahl hat, also dass... Desmond keine andere Wahl hat, als das hier jetzt nochmal durchzuziehen. Dass es wirklich keinen mehr gibt, der ihm helfen kann. Zweitens, Philadelphia-Projekt. Daten, die wir vom Animus-Subjekt 12 erhalten haben, zeigen, dass sich das Schiff für etwa 18 Minuten in einem zukünftigen Status manifestiert hat. Es ist unklar, ob die Zeitlinie mit unserer Übereinstimmung oder parallel verläuft, obwohl wir genug Daten retten konnten, um das originale, im Experiment verwendete Artefakt zu rekonstruieren und reparieren. Hat sich die Verwaltung unter Benutzung paradoxer Bedenken geweigert, das Projekt voranzutreiben. Die Firmenregel bleibt aber bestehen. Alle Objekte, die bewiesenermaßen die Zeit manipulieren oder beeinflussen müssen, erhalten werden. Das Artefakt wird in ein sicheres Lager verbracht. Es gibt also ein Artefakt, das die Zeit beeinflussen kann? Hat jeder Edensplitter vielleicht eine andere Verwendung? Oder hat jeder dieselbe? Vor allem 12 erhalten, dass sich das Schiff für etwa 18 Minuten in einem zukünftigen Status manifestiert. Ich habe zwar noch nicht Black Flag gespielt, aber das hört sich verdammt nach Black Flag an. Bin gespannt. Drittens, Tunguska-Zwischenfall. Mittlerweile wird angenommen, dass dies das Ergebnis eines Angriffs der Assassinen war. Forschungsstation zerstört, genau wie Artefakt. Die Geräte zur Erzeugung von alternativen Wellen wurden im Lager gefunden, aber wir haben zurzeit nicht genügend Daten, um die Forschung zu beginnen. Ahnenforschung und Personalabteilung sollten versuchen, die Nachfahren der Überlebenden des Angriffs zu finden. Entweder Assassinen oder Bruderschaft. Um die Forschung fortzusetzen, Die Wiederbelebung dieser besonderen Technologie wird uns nach der Aktivierung des Satelliten enorm helfen. Wir stellen derzeit ein Team zusammen, um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Eine Technologie? Warte, wo steht das? Ahnenforschung und Personalabteilung sollten versuchen, die Nachfahren der Überlebenden des Angriffs zu finden. Die Nachfahren der Überlebenden des Angriffs. Was für ein Angriff. Um die Forschung fortsetzen zu können. Die Wiederbelebung dieser besseren Technologie wird uns nach der Aktivierung des Satelliten enorm helfen. Da weiß ich noch nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht werden wir es noch im Laufe der nächsten Spiele herausfinden. Viertens, Gral. Wir entfernen den Gral von unserer Zeitliste. Es gibt nicht genug Beweise, um seine Existenz zu bestätigen. Die aktuelle Untersuchung von Subjekt 17 deutet an, dass alle Artefakte außer dem Edensplitter, die sich auf Christus beziehen, fiktional sind oder vom Edensplitter stammen. Auch wenn das Objekt real ist, wäre sein Nutzen für uns
Marginal. Unsere Kräfte konzentrieren wir besser auf andere Dinge. Das heißt, der Edenapfel, den wir gerade gesehen haben, das ist quasi Adam und Eva, als die Schlange den beiden den Apfel gereicht hat. Und da wird erwähnt, dass es noch einen Gral gibt. Und sie haben den Gral entfernt, weil sie glauben, dass der Gral nicht existent ist. Das bedeutet, nicht alle Artefakte sehen aus wie der Edensplitter. Also wie der Edenapfel. Also ist der Gral quasi auch ein Edensplitter. Also Edensplitter von wegen, dass Edensplitter sind ja alle zusammen. Alle zusammen heißen Edensplitter. Der Edenapfel ist ein Edenapfel. Das heißt, der Gral heißt dann Edengral. Doch bisher kenne ich nur den Edenapfel. Okay. Fünftens. Mitchell Hedges, Kommunikatorin. Die Analyse dieser Objekte ist beendet. Die gute Nachricht ist, sie funktionieren. Als Ergebnis verfügen wir nun über einen sicheren Kommunikationskanal, den wir nach dem Start benutzen können. Trotzdem sind sie in der Anzahl stark begrenzt und so können wir nur unseren wichtigsten Abteilungen zur Verfügung stellen. Sie werden ihren natürlich behalten können. Okay, sicher Kommunikationskanal für später. Varen, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass die Sache mit Subjekt 17 zu Ende gebracht wird. Natürlich sind wir erleichtert, dass sie der Zielerinnerung näher kommen, aber sie müssen sich trotzdem beeilen. Alles, wofür wir gearbeitet haben, hängt von der Auffindung dieser Orte ab. Ohne sie haben wir nichts. Möge der Vater des Verstehens sie zum Erfolg führen, AR. Okay. Viele Informationen, die ich noch nie gefunden habe. Diesen Computer habe ich tatsächlich nie gesehen. Also ich bin noch nie hier in diesem Raum gewesen. Der Raum ist mir komplett neu. Na gut. Faszinierend, es gibt außer den Edensplitter den Edengral. Wir wissen jetzt von dem Edengral, der anscheinend nicht existent ist, beziehungsweise sie glauben nicht, dass er existiert. Aber er könnte existieren. Illuminati? Was haben jetzt die Illuminaten damit zu tun? Zahlencodes. Irgendeine andere Sprache oder so. Ich werde das mal kurz rauszoomen. Vielleicht weiß einer von euch, was das bedeutet. Und nochmal von der anderen Seite. Nicht. Es sieht aus, als könnten daraus Wörter entstehen. Wie zum Beispiel da oben steht in der vierten Zeile Deosatoa. Oder hier unten ist ER am Ende. Aber ich denke mal nicht, dass sie es extra auf Deutsch übersetzt haben, was da steht. Bezweifle ich stark. Was ist das? Soll das eine Maya-Skulptur sein? Ägypten? Sind das Hinweise, wo die Edensplitter sind? Haben die Illuminaten einen gehabt? Hatten die Ägypter einen, um ihre Pyramiden zu erstellen? Hatten die Maya welche, um ihre Konstrukte zu erstellen? Bedeutet es das? Oh mein Gott! Chinesische Schriftzeichen. Ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Hunger. Is. Was hat das zu bedeuten? Nee, kann ich gar nicht lesen. Was ist das?